Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Wochenende Liebesorakel bis 11. April. Bevor ich beginne, möchte ich die Wochenangebot ankündigen. Dieses Angebot gilt bis 18. April. Beinhaltet eine Legung. Und bei dieser Legung schauen wir Liebe und Beruf auch an. Dein Gegenwart, sein Gegenwart, deinen Gedanken und Gefühlen, seine Pläne und seinen Gefühlen, auch wie das weitergeht. Und zu dieser Legung kommt noch Astrologie nach indischen Berechnung. Entweder die Tendenz, wie geht es im Beruflichen weiter, wie geht es in die Liebe weiter oder ein Partnervergleich. Und diese komplette Beratung bekommt ihr für halben Preis statt 25 Euro für 12,50 Euro. Schweiz beträgt mein Honorar 15 Euro wegen die Umrechnung wegen die Bankgebühren. Und jetzt schauen wir an diese wochenende Liebesorakel. Freitag. Erstmal betrachten wir diese Karte ganz oben. Wir sehen eine Frau auf diesem Bild und sie ist sehr nachdenklich. Entweder du bist nachdenklich oder denkst an ihn, oder umgekehrt ist es auch möglich, weil die Karten haben symbolische Bedeutung, dass er denkt an dich. Diese Karte vermittelt die Luftelement. Das zeigen auch die beiden Vögel und das ist die Verbindung zwischen euch beiden. Und wichtig ist die Kommunikation. Und über was sollt ihr sprechen? Das zeigt diese Nest, aber auch die Ernährung, über familiäre Situation, über Geschäften, aber bedeutet auch Schutz und Sicherheit und Stabilität. Und dann hat das einen Einfluss auf die Liebesbeziehung. Unterhalb von dieser Karte sind wieder die Schwerten und das symbolisiert die Luft. Element und das hat mit Gedanken, mit Plänen was zu tun und mit Kommunikation. Es ist wichtig, miteinander sprechen. Aber bei diesem zweiten Karte sehen wir die Schattenseite. Jemand mischt sich da ein oder versucht, ihn etwas zu verbieten oder versucht, ihm etwas vorzuschreiben. Aber zum Glück ist die Sonne auch da und die Wahrheit kommt ins Licht. Ihr habt die Möglichkeit, miteinander etwas klären. Und jetzt schauen wir an, was passiert am Samstag. An diesem Tag sollen wir auf zwei Sachen achten. Erstens ist wichtig die Finanzen, das zeigen unten die Münzen. Außerdem die Gefühle und das hat mit Liebe was zu tun und auch Wertschätzung. Die oberen Karte zeigt, wie wichtig das ist. Beide Themen betrachten, etwas ausgleichen, ausbalancieren, in diesem inneren Gleichgewicht und Harmonie bleiben. Die zweite Karte sehen wir einen Baum. Und das wächst in einen Garten. Und oben sitzt eine Dame. In ihrem Hand ist ein geschnittener Apfel. Und die Samen dieser Apfel zeigen die Fruchtbarkeit. Und das bedeutet mit anderen Worten, ihr könnt etwas einpflanzen. Natürlich auch im Garten, aber auch symbolisch gemeint. Es könnte ein Neuanfang sein
und hier wächst und dehnt etwas. Und das trägt Früchte und das zeigt dieser große Baum. In dritter Karte sehen wir eine junge Frau mit Verletzungen, mit verletzten Gefühlen, zeigt diese Pfeil. Aber sie befindet sich in einer Wandlung, in einer Transformation, was die Schmetterlinge symbolisieren. Die Karten haben symbolische Bedeutung. Samstag ist wichtig, die inneren Gleichgewicht bewahren, um die Finanzen kümmern, auch um die Arbeit, weil das hängt alles zusammen. Aber die Münzen symbolisieren auch die inneren Werte auch. Lass das nicht zu, dass jemand dich verletzt. Wehre dich und befreie dich von Ängsten. Spüre diese Leichtigkeit, was die Schmetterlinge vermitteln. Und ist ein richtiger Zeitpunkt für Gartenarbeit oder ein richtiger Zeitpunkt, etwas planen, etwas beginnen, weil das trägt Früchte. Du kannst diese Samen schon einpflanzen. Und jetzt schauen wir an, was passiert am Sonntag. Die Zahlen erzählen auch etwas. Die Zahl 5 bedeutet entweder die Suche nach einer Lösung, nach einem Ausweg oder die Einflüsse von außen. In die Karten bei Freitag war auch die Zahl 5, aber dort die Luftelement. Und das bedeutet die Kommunikation. Und jetzt am Sonntag erscheint die Zahl 5 nochmal, aber diesmal handelt es sich um das Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Das, was diese Karte oben zeigt. Die drei Blumen auf dem Wasser symbolisiert die Vergangenheit. Und diese Dame zeigt schon Rücken. Und in ihrem Hand ist ein Zweig und dort sind die restlichen zwei Blumen. Und das zeigt die Zukunft, die Ausweg, die Richtung. Und das bedeutet die Zweisamkeit. Und hier blüht etwas auf. Bleibt im Vertrauen. Macht euren eigenen Weg. Lasst es nicht zu, dass andere sich hier einmischen auf euren Angelegenheiten. Lasst es hinter euch. Nach vorne schauen, zeigt diese Karte. Unterhalb von diesem Bild sehen wir einen Mann mit verletzten Gefühlen. Da tut etwas weh. Bei ihm, vielleicht auch bei dir. Aber wenn wir diese Karte richtig anschauen, dann sehen wir auch die Lösung. Diese verletzten Gefühlen haben mit Vergangenheit was zu tun. Und das, was er noch festhält, mit seiner linken Hand. Aber wenn wir seine andere Hand betrachten, seine rechte Hand, da ist ein Herz. Und dieses Herz symbolisiert die Liebe. Da sind noch keine verletzten Gefühle. Und das, was euch verbindet. Und wenn du das verstehst, wie wichtig das ist, die Vergangenheit abschließen. Oder hast du Verständnis dafür, dass er die Vergangenheit noch abschließen muss? Dann habt ihr die Situation beherrscht, zeigt die dritte Karte der Herrscher. Und das war mein wochenende Liebesorakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.